Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer 3D und dieser unglaublich fetzigen Musik. Wir sind mitten in Zordets Todesturm des Todes auf Tod und werden von Runt angegriffen und wir müssen jetzt kämpfen. Allerdings können wir nicht kämpfen, sondern wir können nur unsere Klamotten färben. Ja, das werden wir tun. Und zwar seine Lichtschwerter. Er hat nämlich so ein Doppellichtschwert, rotiert in Farbe. Und wir müssen dann unsere Klamotten in der Farbe umfärben. So, jetzt will er, oh Gott, jetzt will er wieder weiß haben. Beziehungsweise halt schwarz. Und wir absorbieren dann, die Kraft von den Zaubersprüchen. Ich habe noch keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Aber ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Orange, okay. Das kriegen wir hin. Alter, diese fetzige Kampfmusik. Das ist auch dieselbe Musik wie damals, wo wir das Zuckerhäuschen von der Hexe... Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Wo wir das Zuckerhäuschen aufgedeckt haben. Alter, jetzt voll der Bossfight hier. Geiler Scheiß. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Voll anstrengend. Yeah. Verdammt! Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Okay. Welche Farbe jetzt? Nee, doppelgelb. Okay. Verschwendest meine Zeit, lächerlicher Zauberer. Muss ich sonst noch irgendwas anderes machen, anstatt hier einfach nur die... Farben zu absorbieren. Wir können uns ja hier mal ein bisschen umschauen, während er uns angreift. Bewegt sich nicht. Okay. Orange? Verdammt! Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus! Okay, weiß. Ah, falscher Knopf schon wieder. Also müssen wir dann das, was wir absorbiert haben, müssen wir dann da in den Kristall reinpacken? Müssen wir jetzt nochmal zurück zu dem Schwarzen? Alter, die Musik ist voll heftig, ne? So, dann absorbieren wir das. Dann fassen wir den an. Ist das blau oder lila? Ich glaube, es ist blau. So, einmal blau. Gehen wir zu dem blauen Kristall. Da. Dann absorbieren wir das. Das ist lila. Beziehungsweise für mich ist es pink. Okay, lila. Oh, die alte Klamotte aus dem ersten Teil. Nice. Da war doch ein Kind. Da war noch, keine Ahnung, 13 oder 14. Da war noch ultra jung. So, das ist schon wieder lila. Leider nicht ganz so heftig, der Bossfight, wie ich jetzt dachte. Kann ich den... Das ist schon wieder orange. Kann ich vielleicht, die Kristalle zweimal anfassen. Polma, Tragikeg. Nee, okay, die sind nicht mehr anfassbar. Also muss ich das jetzt so lange machen, bis ich alle Farben... Ach, das war rot! Scheiße, ich hab's verkackt. Entschuldigung! Oh, aber es wird gespeichert. Die Farben. Okay. Oh Gott, ist das einfach. Grün! Grün fehlt uns noch. Jetzt! Langsam geht mir die Musik aber ein bisschen auf den Keks, oder? So ein bisschen? Sehen wir aus wie ein Frosch. Quack, 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 quack. So. Schon wieder grün. Also brauchen wir jetzt noch gelb und rot. Hör auf! Das Energieniveau ist schon gefährlich hoch. Gut. Du hörst auf mich zu schießen und ich höre auf, die Knöpfe zu drücken, okay? Ich habe eine bessere Idee. Warum bringe ich dich stattdessen nicht einfach um? Okay, tu es. Tragikeg! Tragikeg! So, gehen wir wieder zum Kristall. Jetzt brauchen wir nur noch den roten. Gib mir rot, Runt. Gib mir deine roten, langen Laserschwerter, mein Freund. Mal sehen,
Ja, da ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Ja, so sehen wir doch wieder normal aus. Okay, so. Gib mir. Gib. So. Ist das Portal auf. Nein! Der Transporter wurde aktiviert! Und was passiert nun? Er entzieht diesem Raum die Energie. Sämtliche Magie wird absorbiert. Nein! Meine Magie! Sie ist verschwunden! Zum Glück bin ich ungefähr so magisch wie ein Pflasterstein. Tja, und was machen wir nun mit dir? Ich schätze mal, ich könnte dich mit Erdnüssen bewerfen, bis du runterfällst. Geil. Stopp! Hör auf! Du kitzelst mich! Sei verdammt, Zauberer! Sei verdammt! Wie gemein! So schlecht war er doch gar nicht. Allenfalls ein wenig irregeleitet. Und warum ist aus dir noch nicht alle Magie verschwunden? Verdammt, Zauberer! Sei Sorry. Ach, hier sollte man wirklich mal ein Schild aufstellen. Diese bodenlose Grube ist mehr als gefährlich. Gut, Zeit, das Mädchen zu schnappen und das Universum zu retten. Hey, los, wir müssen das Universum retten. Oh, vielen Dank für all die Hilfe. Was ist passiert? Wo ist Land? Tot. Kalypso? Tot. Conan? Ente. Dann tot. Oder vielleicht noch am Fallen. Scheint so, als hätte ich eine Riesenparty versäumt. Au contraire. Die Riesenparty steigt unten im Nexus. Und dorthin bewegen wir uns jetzt. Yeah! Geil. Ich frag mich immer noch, was er mit den Sumpflingen wollte. Also wenn Run tot ist, Calypso auch. Coleman genauso. Ich muss gleich speichern, verdammte nochmal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, so viele schöne Farben, tolle optische Effekte und atemberaubende Grafiken. Hätte nie gedacht, dass Teleportation so unterhaltsam sein kann. Jede Wette, das wird noch rausgeschnitten. Kann sein. Das muss dann also der Nexus sein. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, aber es ist hässlich. Aber es ist Sumpfi. Was? Dein Kumpel Sumpfi? Ja, ein riesiger steinerner Sumpfi-Kopf. Sind wir hier in einer bizarren Parallelwelt gelandet, oder was? Es sieht wie eine Art Tür aus. Hey, Calypso. Hi. Huhu, willkommen, Kinder. Ihr habt ihn gefunden. Den Nexus. 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 Was? Ich dachte, du wärst tot. Ich spreche zu euch durch die Kraft der Magie aus dem Jenseits. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Von nun an werde ich euer geistiger Mentor sein. Geil. Durch veraltete Bluescreen-Technik ganz billig auf den Hintergrund projiziert. Noch richtig geiler. Greenscreen. Willst du vielleicht mit dem dramatischen Gejodel aufhören? Und ganz einfach nur erklären, warum da ein riesiges Modell von Sumpfis Kopf in die Wand eingearbeitet ist? Ah, da irrst du dich. Das ist nicht Sumpfi. Ich denke, es ist die grobe Nachbildung eines Alten. Jener mysteriösen Rasse, die den Nexus gebaut und dadurch das Universum, wie wir es kennen, geschaffen hat. Sieht aber immer noch wie Sumpfi aus. In der Tat. Ist
Sehr gut. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich fühle mich nicht schlauer. Hey, Sumpfi ist dein Freund. Vielleicht solltest du dir mal den Kopf darüber zerbrechen, wie es weitergeht. Oh, aber ich liebe es, dominiert zu werden. Trantüte. Geil. Speichern. Alter, wie wir schon wieder nur ihre Brüste anglotzen. Mein Gott. So, neuer Speicherstand. Ups. So. Habe ich Rennen ausgemacht? Ich habe Rennen ausgemacht. Kann ich überhaupt rennen? Nein, ich kann nur laufen. Kann ich mit dir reden? Irgendwelche Ideen, wie es weitergeht? Könntest du nochmal gemein zu mir sein? Könntest du nochmal gemein zu mir sein? Nein. Oh, bitte. Oh, bitte. Hör mal, wenn du nicht sofort aufhörst zu flennen, erwürge ich dich mit deinem eigenen Pferdeschwanz, du erbärmlicher kleiner Wurm. Ding dong. Entschuldigung, es ist eigentlich total nicht lustig, aber doch, es ist lustig. Irgendwelche Ideen, wie es weitergeht? Irgendwo muss es einen Weg hier raus geben. Du hast uns in die Sache reingeritten, also bring uns gefälligst wieder raus. Ja klar. Aber es gibt keine Türen. So? Es muss doch aber einen Weg nach draußen geben. Ich denke, ich überlasse es dir, was du tust. Ding dong. Okay, wir schauen uns um. Ja, wie gesagt, das ist so der Part des Spiels, den ich absolut am wenigsten kenne. So, den Anfang weiß ich aus dem FF, also wirklich aus dem FF. Das bewirkt nichts. Wenn ich mich recht entsinne, ist in solchen Situationen das dämliche Sumpfling-Lied ganz hilfreich. Oh Gott. Hat sich jemand das von euch gemerkt? Das, was wir im Sumpf gesungen haben, in einem Stein? Sumpfgebräu? Sumpfgebräu. Bleibe dem Schlamm und dem Sumpf stets treu, war das nicht so? Bleibe Sumpfi treu? Sumpfgebräu. Okay. Sumpfgebräu? Macht Pferdescheu, ja genau. Sumpfgebräu. Bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpfi treu. Sumpfgebräu, Sumpfgebräu, bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpfi treu, Sumpfgebräu. War das richtig? Bei den heiligen Hallen, das war tatsächlich richtig. Wow. Geschafft. So ein blödes Lied vergisst man eben nicht. Wow. Mein Held. Kommst du mit oder was? Nein, ich werde hier warten. Aber ich könnte dich gebrauchen. Ich meine, es könnte hier draußen für dich allein gefährlich sein. Keine Panik, ich habe mich schon im Griff. Was? Ich meine, ich kann auf mich selbst aufpassen, du Ferkel. Ich denke, ich bleibe bei meiner Interpretation. Ich klopf, klopf. Auch. Ding dong! Okay, wir speichern nochmal. Ich bin jetzt leicht speicherparanoid, es tut mir leid. Ding! Das sagt die Timex. Timex sagt, wir haben noch Zeit. Also gucken wir uns den Nexus nochmal an. Alter, wie eine rosarote Zunge. Hi! Wer bist du denn? Ich hab Angst. Nope. Sumpfi, bist du das? Nicht gehen weiter. Sumpfi, ich bin's. Simon. Ich nicht kennen dich, seltsam gekleidetes Person. Aber ich wissen, dass du nicht können überqueren Brücke. Seltsam. Sieht aus wie Sumpfi, klingt wie Sumpfi, ist aber nicht Sumpfi. So langsam kriege ich hier Muffensausen. Brücke nur für Leute, die verlassen Kontrollzentrum. Keine Leute überqueren dürfen Brücke in Richtung, in die du laufen. Aber... Und nur gehen erlaubt auf Brücke. Nicht rennen oder laufen, oder du werden vaporisiert. Vaporisiert? Nun, genau genommen, du werden zurücktransportiert an Start. Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren? Das sein korrekt. Und wie komme ich darüber? Über die Brücke.
nun bereit machen zum Vaporisiert werden. Nein! Tot. Ich habe eine verfluchte Idee. Hi. Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren. Das macht die Angelegenheit natürlich etwas schwieriger. Nein. Nicht laufen auf Brücke. Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich falsch gemacht. Entschuldigung. Ich war mit einem Fuß auf der Brücke. So, das wird jetzt wahrscheinlich einen Haufen dauern. Also, wir können die Brücke nur im Gehen übertreten und nur von da hinten nach hier. Können wir ihn austricksen, indem wir rückwärts gehen? Das funktioniert, Alter. Ich bin voll der Schlaukopf. Das dauert jetzt ein zwei Momentchen? Halt! Wieso, was denn jetzt los? Wo war der Fehler? Goddammit! Muss ich vielleicht gehen? Also kann ich auch langsam? Oh, wow. Oh. Wenn er rauskommt, dann müssen wir nach vorne gehen. Also hier nach vorne zurück. Oh, wow. Das wird ein langer Arm, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gemacht, oder? Alter. Also, ich hoffe, ihr habt euch ein Käffchen gemacht oder irgendwas anderes. Vielleicht Cornflakes oder eine Pizza. Weil, Nicht bummeln auf Brücke. Okay, ich darf nicht mal stehen bleiben. Schön. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht stehen bleiben könnte, um so meinen bisherigen Fortschritt nicht zu verlieren, weil ich gehe halt schneller nach vorne, als dass ich rückwärts gehe, sodass ich halt immer den Vorsprung, den ich bekommen habe, wieder verliere. So, weil seht ihr? Und jetzt? Weil wenn ich mich jetzt nämlich auch umdrehe, es muss doch irgendwie einen Trick geben, oder? Okay, wenn wir Slalom laufen, dann geht es. Dann verliere ich nicht so viel. Also wieder nach vorne, so. Oder kann ich auch vorwärts gehen? Oh Gott, ich bin so ein Retard. Okay. Jetzt wieder rückwärts. Da. Ich habe gedacht, man muss rückwärts laufen. Scheiße. Ich bin so blöd, ne? Ich habe echt gedacht, ich kann ihn voll austricksen, aber ja. Okay. Wir lernen ja. So, okay. Also. Also kriegt man halt auch wesentlich schneller ein bisschen Speed. So, jetzt rumdrehen. So, jetzt ein bisschen Slalom laufen. Und wieder umdrehen. Oh, wow. Oh. Okay, das geht gut. Das geht gut. Und wieder umdrehen. Und wieder umdrehen. Nice. Danach müssen wir auf jeden Fall speichern. Alter, ich bin so ein spastischer Speicherer geworden. Seitdem das Spiel mir alle 5 Minuten abstürzt. Na, okay, so krass ist es nicht, aber es ist halt schon ein bisschen nervig. Aber alles gut.
kriegen das hin. So, sind wir jetzt mal endlich drüben? Yes, nice. Puh. Um Gottes Willen, sind wir jetzt in der Matrix angekommen? Das Sumpfvieh? Oh Gott. Okay, speichern. Dinga! Okay, wir haben es geschafft. Jetzt gucken wir uns erstmal Sumpfvieh an. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufwecken kann. Okay. So, dann haben wir da jetzt... Da ist er, schutzlos und verwundbar. Und hier bin ich, ohne etwas tun zu können. Ist mal wieder typisch. Schlag ihm den Kopf ab. Haben wir nichts? Nichts, was wir benutzen können? Nein, natürlich nicht. Ach, Mann. Okay, dann gucken wir uns den großen Computer an. Der Schöpfer. R. C. Copyright. Schöpfer GmbH. C. Sieht mir ein wenig alt aus. Hi! Musa! Nicht du schon wieder. Könntest du vielleicht mal mit dem dramatischen Rumgeheule aufhören? Oh, na klar. Also, was ist mit Sumpfvieh und Sordid passiert? Also, irgendwie bin ich vom Herz des Universums schwer enttäuscht. Was ist mit diesem Schrotthaufen von einem... Also, was ist mit Sumpfvieh und Sordid passiert? Ihre Seelen wurden von ihren Körpern getrennt. Was du hier siehst, ist nur ihre rein physische Form. Ohne jedes Leben. Aber wie sind sie so geworden? Sordid hat den Nexus-Computer direkt betreten. Und das geht nur... wenn man als reine Seele existiert. Und den Sumpfling hat er mitgenommen. Okay. Also irgendwie bin ich vom Herz des Universums schwer enttäuscht. Was hast du denn erwartet? Keine Ahnung, blinkende Lichter, seltsame Wirbel, mathematische Gleichungen, die durch die Luft fliegen und solchen Kram. Ich glaube, die Entwickler haben eher auf Funktionalität als auf Form geachtet. Ich bin jedenfalls nicht sehr begeistert. Und warum sehe ich hier überall lauter Sumpflinge? Das sind die Alten. Die Schöpfer des Universums, des Lebens und allem. Du behauptest, das Universum wurde von torffressenden Sumpflingen geschaffen? Nein, von den Alten. Sumpfling ist ein Slangwort, das sich vor einigen Jahrtausenden entwickelt hat. Sie empfinden diesen Begriff tatsächlich als ziemlich diskriminierend. Cool. Wow. Was ist mit diesem Schrotthaufen von einem Computer? Dieser sogenannte Schrotthaufen ist der Nexus-Computer. Jene Maschine, die das Universum kontrolliert. Aber selbst mein Taschenrechner sieht wesentlich leistungsfähiger aus als das Ding da. Der Eindruck kann täuschen. Klar, aber 7.353.315 auf dem Ding da einzugeben, ist nur halb so lustig wie auf meinem Taschenrechner. Und wo ist überhaupt die Tastatur? Die wird gar nicht benötigt. Aber ich wette, das Ding braucht eine Energieversorgung. Was würde wohl passieren, wenn ich den Stecker ziehe? Das wäre das Ende von allem. Noch schlimmer als alles, was du dir vorstellen kannst. Schlimmer als damals, als nach meiner 832. Tetris-Zeile die Batterien leer waren? Höchstwahrscheinlich ja. Wow! Wie kommt's, dass du plötzlich so viel weißt? Ich nehme mal an, ich habe die Rolle eines spirituellen Führers übernommen. Ein Quell der Weisheit und des guten Rats. Ist das nicht die übliche Rolle für dahingeschiedene Mentoren? Dummes Mentorgesülze. Das Einzige, was ich von dir gelernt habe, ist, dass ich möglichst jung sterben möchte. Wenn du dich nicht beeilst und etwas gegen Sordid unternimmst, dann könnte dein Wunsch schneller als beabsichtigt in Erfüllung gehen. Musst du nicht irgendwo rumspuken? Offensichtlich nicht. Du wirst meine Hilfe benötigen, wenn du Sordids üble Pläne durchkreuzen willst. Und wie soll das geschehen? Du musst in den Nexus-Computer hinein
Und dazu muss deine Seele von deinem Körper getrennt werden. Nicht schon wieder. Aber ich habe meinen Körper doch gerade erst wiederbekommen. Ich hänge wirklich sehr an ihm. Ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Aber du bist doch einfach nur eine Seele. Warum kannst du Sordid nicht folgen? Weil diese Aufgabe deine Jugend, deine Stärke und deine Fähigkeiten erfordert. Blöde Ausrede. Du hast ja nur Schiss. Das ist deine beste Antwort? Wir haben keine Zeit mehr für Haarspaltereien. Wir müssen die Trennung auf der Stelle vollziehen. Oder Sordid wird die Kontrolle des Universums übernehmen. Na denn mal los. Wie üblich habe ich in dieser Angelegenheit wohl nichts mitzureden. Aber sei wenigstens vorsichtig, ja? Schimschalamar, schnippschnapp Seele ab und 3 Strich steuerbar. Die Trennung ist vollendet. Du existierst nun nur als Seele. I'm a soul man. Unglücklicherweise sind die Konsequenzen dieser Trennung etwas ernsthafter, als du vielleicht gedacht hast. Falls deinem Körper oder deiner Seele irgendwas passieren sollte, stehen die Chancen für eine Wiedervereinigung eher schlecht. War zu erwarten, dass die Sache einen Haken hat. Ja, es gibt ein geringes Risiko. Nun, worauf warte ich dann? Okay. Ja, wir speichern nochmal. Ich habe langsam das Gefühl, wir nähern uns dem Ende. Deswegen würde ich auch erstmal sagen, wir beenden den Part erstmal hier und schauen im nächsten Part, was der Nexus uns Schönes zu zeigen hat. Ach, meine Freunde, jetzt sind wir wieder ein Geist, wie wir angefangen haben in diesem Dreckspiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Simon the Sorcerer 3D, wenn wir uns auf den Nexus vorbereiten, beziehungsweise da reingehen in diesen wundervollen uralt PC Anfang 2000. Ich bin Whitey. Doch bis dahin sage ich erstmal, bye bye.